Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Gestern ist was angekommen und zwar über oder von Scooter Garage und es ist ein Teil eingetroffen, was wir für den Rex RS 450 Speed brauchen. Ja, wer meine Videos verfolgt, der weiß ganz genau Bescheid, was ist hier eingetroffen. Man sieht mein Atem sogar, obwohl es gar nicht so frisch hier drin ist. Aber tja, damit müssen wir leben. Zur Not gibt es da an der Seite noch eine Heizung, aber erstmal noch nicht. Wir packen mal das Paket aus. Ihr seht hier zwei Pakete. Das hier ist der Kompressor. Mit diesem Kompressor habe ich heute noch was vor. Deshalb, wir werden jetzt nur erstmal dieses Paket auspacken, weil ich habe heute noch mal was anderes vor. Aber ihr sollt ruhig wissen, dass hier was eingetroffen ist, womit wir endlich den Rex wieder ein Stück weiter bekommen. Jetzt ist natürlich, oder ist meine Hoffnung, dass hier auch alles identisch ist, dass ich hier ja, das Teil so nutzen kann, wie ich es brauche. Da haben wir einmal ein Scooter-Garage-Aufkleber. Einmal gut verpackt und schaut euch das mal an. Ja, na, ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen schon was sagt. Gut, das war's. Wir öffnen jetzt einfach mal diesen Karton und schauen uns das Teil auf jeden Fall mal an. Was hier drin ist zumindest. Gut, einmal öffnen und jawohl, das sieht schon mal sehr gut aus. Die Verpackung ist sehr gut, sehr angenehm, alles zusammen. Und jetzt heißt es, einfach mal alles rausholen. Da haben wir als erstes, wie ich gesagt hatte, als erstes ein abschließbares Tankschloss für den Rex 450. Zwei Paar Schlüssel oder ein Paar Schlüssel vielmehr. Ne? Ein Ersatzschlüssel ist immer dabei. Dann haben wir noch Spangen und Federn. Dann haben wir noch ein Schloss für natürlich diesen Schlüssel. Und wir haben noch ein niegelnagelneues Zündschloss. Das Zündschloss, wisst ihr, das war defekt. Hier ist auch diese schöne, hübsche Kappe drüber, die man dann, wenn das Zündschloss eingebaut ist, dann später draufsetzt und das dann auch ordentlich aussieht. Hier ist das alte. Hier ist das alte Zündschloss. Hier ist das neue. Gut, hier ist natürlich kein Schutz drüber. Aber theoretisch könnte man diesen Schutz aufschneiden, wieder zumachen und zur Not hier dran setzen. Normalerweise sollte hier, oh, guckt euch das an, hier ist auch noch richtig schön drauf, weil hier das Teil war nämlich runtergerutscht. Naja, kein Wunder bei diesem Schloss, ne? Hier ist auch der Schließmechanismus, hier und hier ist er schon gar nicht mehr vorhanden gewesen. Also von daher, Lenkradschloss ist auch gesichert. Das ist soweit alles identisch. Ja, sollte alles gut klappen. Gut, Kabel kann ich ja mal gucken. Zweimal grün, einmal schwarz, einmal rot, einmal weiß-schwarz. Na, also, neues Zündschloss. Und den Schlüssel. Schlüssel rein. Okay, hier, Lenkradschloss. Zack, haben wir. Erste Stufe. Na, wenn
wenn das mal nicht okay ist, dass wir natürlich ein Stück weiter vorankommen und das erste Neuteil schon mal da ist. Jetzt geht es natürlich auch noch um die Tachoeinheit. Ich würde gerne erstmal die Front fertig machen. Dazu zählt natürlich auch der Tacho, weil das ja nicht mehr so sichtbar ist. Da bin ich noch an Überlegen, Ersatz, also ein Ersatzglas oder einen kompletten Tacho. Wir warten einfach mal ab. Aber wie gesagt, die ersten zwei Schlösser plus Tankschloss sind schon mal da. Weiter geht's im Programm hiermit. Das schnalle ich mir auf mein E-Bike, auf mein Zündapp-E-Bike. Genauso den Akku tun wir natürlich auch dazu, den brauchen wir, weil wir werden uns heute nochmal an der Garage treffen. Tja Leute, hier ist das Gerät, hier und ein bisschen eingepackt. Das heißt jetzt, wir gehen zu den Explorer, weil dieses Gerät wird oben bleiben. Wo oben? Natürlich in der Garage. Das heißt, Helm einmal raus, einmal hier rein, zu. Gut, das heißt, ab jetzt wird die Helmkamera übernehmen. So schnell geht es und ich bin startklar. Ich schnapp mir den Roller. Eigentlich wollte ich das Fahrrad nehmen, das Zünderrad, aber nein, wir machen das mal anders. Ne? Heute ist schönes Wetter, mal ein bisschen an die Luft und ja, wir fahren mal los. Nun sehen wir uns unterwegs. Ja, ich möchte hier nochmal so eine Runde fahren. Aber wir fahren jetzt auf jeden Fall hoch zur Garage. Und ja, müssen natürlich auch in dem Moment erstmal Roller rücken. Aber wie ich schon sagte, ich habe was ganz Bestimmtes vor. Und ja. Ich nehme euch einfach mit. Einmal links rum. Ja, der Roller ist noch kalt, also dauert das immer noch ein Minütchen. Wie ich ja nun schon sagte, ich möchte mich etwas ausweiten. Ich möchte sicher natürlich weiter schrauben, aber ich möchte mich auch ein bisschen anders entfalten. Und von daher, ja, bekommt ihr natürlich das eine oder andere mit, was jetzt noch zu diesem Kanal folgt, würde ich mal sagen, oder auf diesen Kanal folgt. Wie ich ja schon mal sagte, man kann nicht immer nur schrauben. Man möchte ja auch mal was anderes machen. Und Abwechslung ist alles. Sei es selbst bei YouTube. Also man muss wirklich vielseitig sein, um auch anderes Publikum, sage ich mal, mit ansprechen zu können. Ihr habt nun mitbekommen, dass ja ein Lebenswandel stattgefunden hat und das heißt natürlich dann auch, ich möchte mich auch verändern. Und von daher gibt es jetzt auch diese Veränderung. Oh, von Tank her würde ich bald mal sagen, der Roller hat Tankbedarf, demnächst zumindest. Ja, schaut euch mal das schöne Wetter an. Wenn man das nicht ausnutzt, Mensch, wir kriegen selten jetzt noch so eine schönen Tage. Deshalb, raus mit euch. Nicht nur drin sitzen, geht raus, wenn es geht. Ja, so schnell sind wir den Garagenhof.
Ja, das heißt jetzt erstmal Rolle abstellen und Garage auf. Dafür nutzen wir natürlich jetzt wieder die Cam. Also das heißt die Kamera, die ich immer in der Garage benutze. Ja, ich würde sagen, dann wollen wir doch mal. Und einmal geöffnet. Wir müssen, ach da, ganz hinten hin. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal diese beiden Roller raus. Ja, es könnte auch passieren, dass wir einen anderen Roller mitnehmen. Ja, wir schauen mal. Hier ist natürlich ein bisschen enger drin. Also deshalb muss ich natürlich auch gucken, dass ich hier irgendwie zu Rande komme. Gut, erste Rolle raus. Nummer 1. Nummer 2. Okay, da brauche ich noch einen Schlüssel. Ja, mal etwas drehen und ja, aber was will man machen? Auch Nummer 2 ist draußen. Was uns drauf ankommt, ist das hier. Dieses Fahrrad. So, mal ein bisschen abziehen. Aber hier muss Luft drauf, weil ja, die Reifen ja, sind sehr mager mit Luft gefüllt. Deshalb Kompressor raus. Der bleibt auch dann hier oben. Was wir brauchen, ist natürlich den Kompressor. Und den tragen wir jetzt auch schon mal zum Fahrrad hin. Ja, und dann füllen wir auch gleich erstmal Luft auf. Packen wir mal den Kompressor aus. Ja, ein bisschen geschützt, ne? Das ist ein neues Teil. Ein bisschen schützen möchte ich das Ganze natürlich. Und wir ziehen jetzt hier auch, weil das ist ein Autoventil an diesem Fahrrad. Vorne wie hinten. Das heißt, ich werde aber trotzdem auch die Luft manuell anmachen und eben ja, so mit den Reifen füllen. Jetzt heißt es erstmal Ventil, Kappe ab. Hier darf auch ein bisschen Luft rein. Also diese Reifen dürfen etwas praller sein als bei dem Zünderbrett. Gut, wir haben hier 0,75 Luftdruck. Das heißt, wir werden, ich muss erst mal einen Schalter suchen, wir werden jetzt pusten. Ein Bar. Zwei Bar. Bar. Ja, das sollte gut sein. Ich sehe allerdings, die Reifen sind ja auch schon ein bisschen länger drauf. Ich müsste mir mal neue, ja, oder einen neuen Mantel kaufen. Das sieht schon ein bisschen spröde aus, aber das Fahrrad hat ja auch schon einige Jährchen gelaufen. Oder einige Jährchen ist es schon alt, sagen wir mal so. Gut, Nummer 1. Es folgt vorne. Ebenfalls Deckel ab. Vorne werde ich natürlich nicht ganz so viel drauf machen, weil vorne darf ruhig ein bisschen griffiger sein. Gut, drauf. Und 0,85 ist hier drauf. Gut,
Weiter geht's. Okay, ja, das war der Puster. Gut, 2,55. Wenn ich jetzt runternehme, um die 2,5 Bar. So, das sollte schon ausreichend sein. Ja. Mehr werde ich nicht drauf machen. Jetzt, wo ich das Gerät hier lasse, ziehe ich hier natürlich den Akku. So ist kein Verbrauch und den lege ich einfach daneben und gut ist. Also, das Gerät rein plus einen Roller rein. Aber vorher, der Akku, das ist ja hier, diese separate Tasche. Ich würde gerne mal wissen, was hat denn der Akku noch so zu bieten? Da muss ich mal ein bisschen gegenhalten und rein. Mal schauen, wenn, dann sollte er hier was anzeigen. Oh, oh, oh. Ich nehme das hier mal runter und tu mal so, als ob ich trete. Okay. Akku ist auf Null. Ich glaube, wir schnappen uns den Akku und nehmen den mit und ich lade ihn erstmal ein bisschen vor. Tja, wenn kein Strom mehr drauf ist, ich kann ja nochmal das Ganze wiederholen. Oh nein, wirklich leer. Okay, mitnehmen. Abmachen, das geht ganz schnell. Einfach hier entriegeln und wir nehmen diesen Akku mit. Ja, Gott sei Dank habe ich den Roller gerade dabei. Und welcher Roller ist es geworden? Genau. Wir fahren mit den Rays. Ja, ne, dafür sind sie ja da, um gefahren zu werden. Und ich habe mich entschieden, wir nehmen den Rays mit. Das Fahrrad ist natürlich als nächstes dran, was wir holen. Aber ich lade doch lieber erstmal den Akku und ja, dann ganz entspannt wird das Fahrrad nach unten kommen. Gut. Roller ist startklar. Ich habe ihn schon mal angemacht, dass er schon mal ein bisschen warm laufen kann. Das heißt, oh, der Tank ist voll. Gut, jetzt muss ich hier mein Netzteil mal ein bisschen unterstützen mit dem Fuß. Und mein Netzteil? Nein, mein Akku. Und wir fahren erstmal ja, Richtung nach Hause, um das Ganze zu laden. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch trotzdem Gefallen daran habt, aber wie gesagt, es muss auch für mich eine Abwechslung mal stattfinden. Deshalb, ihr seid voll dabei bei allen Sachen, die ich jetzt langsam anfange zu machen. Vorher habe ich Faxen gemacht, die Zeiten sind vorbei, wo ich jetzt Faxen mache in meinen Videos. Dafür seid ihr, wie gesagt, 1:1 dabei, was ich alles so nebenbei auch noch mache. Und ich denke mal, das sind auch schöne Eindrücke. Und von daher, ja, mache ich das einfach sozusagen. Gleich wieder ein ganz anderes Fahren. Wir fahren hier einfach mal rechts rum. Ja,
ich denke mal, wir werden schon noch Spaß haben. Ne? Das wird schon wieder werden. Dass auch mal wieder Spaß und ja, alles so dabei ist. Und ja, was ich mit dem KTM-Fahrrad vorhabe, werdet ihr natürlich auch noch erleben. Ne? Wir haben ja nun die Möglichkeiten. Von daher ist es so, dass wir alle Möglichkeiten jetzt ausschöpfen. Deshalb würde ich auch sagen, um das Video nicht so extra in die Länge zu ziehen, euch viel Spaß bei diesem Video und ja, wir sehen uns sehr, sehr schnell wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tja, Leute, das heißt, wir schauen doch noch mal nach dem Akku. Das ist das Ladegerät. Ja, und der Akku wird geladen. Und somit heißt es, wir können später das Fahrrad holen.